Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, der 11. Spieltag steht an und die Partien sind hier Wolfsburg gegen Frankfurt, Dortmund gegen Stuttgart, Leipzig gegen Werder, Gladbach gegen Hertha, Freiburg gegen Arminia Bielefeld, Mainz gegen Köln, Union gegen Bayern, Augsburg gegen Schalke und Leverkusen gegen Hoffenheim. Und ich habe hier 4 Booster der Magitek 2020-2021. Und ja, pro Halbzeit dann natürlich 2 Booster. Und meine Tipps zeige ich in der Halbzeit, wie immer. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt mal hier rein in die erste Halbzeit und los geht's. So, zur Seite mit den Boostern. Und ich tue mich mal hier von dann machen. Ich komme gleich wieder in der Halbzeit. So. Und dann geht's hier jetzt los. Wenn ich den Booster aufkriege. So. Natürlich bekommt ihr wieder den Code, wie immer. So, jetzt müssen wir kurz gucken hier, dass ihr den auch seht. Hier. So. Erstmal gucken, ob hier irgendwie was verdreht ist. Ja. Normal, ne, normal. So, wir haben hier Fortuna Düsseldorf, Ruben Hennings, natürlich nicht dabei. Kurz hier zur Seite, Mann. Dann haben wir Tor für den FC Köln, und zwar Zürsch. So. Kurz hier, so. Dann haben wir hier Tor für Frankfurt durch Ndicka. 0:1 für Frankfurt. Dann hätten wir hier Tor für den FC Bayern durch Manuel Neuer. Ah, entweder ein Freistoßtor oder ein Elfmeter. So. Dann haben wir hier Leverkusen, Florian Wirtz. Die spielen gegen Hoffenheim. Das ist das 1:0. Dann haben wir hier Freiburg. Yannick Haberer. Das 1:0 für Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Dann haben wir hier Union mit Nico Schlotterbeck. Das 1:1 hier gegen die Bayern. Irgendwie das Union-Logo. Ich weiß auch nicht. Mache ich es zu klein, ist scheiße. Wenn ich es zu groß mache, ist auch scheiße. Beschwert sich immer hier Mr. Kulle. Dann haben wir hier Holstein Kiel mit Wahl. Dann haben wir hier Frankfurt Starspieler André Silva. Das ist das 2:0 für Frankfurt. Dann haben wir hier Union. Christopher Trimmel. Das ist das 2:1 für für die Union gegen die Bayern. Dann haben wir wieder Frankfurt, Club 100 mit Philipp Kostic. 3:0 führt Frankfurt gegen Wolfsburg. So, nächster Booster. Und dann neigt sich die erste Halbzeit zum Ende. So. Wir haben den Code. Mal gucken. So. Jetzt muss ich gucken. Ist wieder alles verdreht hier. Zack. Haben wir es? Jawohl. Und es geht weiter hier mit einer Taktikkarte, und zwar Manager. Dann haben wir hier Mainz 05 mit Boetius. Das 1:1 hier gegen Köln. Das Kellerduell hier. Dann haben wir Torun Nariga von der Hertha. Das ist das 0:1 für Hertha BSC Berlin gegen Gladbach. Dann haben wir hier Dortmund mit Jude Bellingham. Das 1:0 für Dortmund gegen die Stuttgarter. Dann haben wir hier Gladbach mit Stefan Leiner.
Das ist das 1:1 gegen die Herder. So, dann haben wir hier Augsburg mit Oxford. So, wo haben wir denn die Augsburger? Ah, hier, gegen Schalke. Das 1:0 gegen die Schalker. Dann haben wir hier Arminia Bielefeld mit Edmundson. Das ist das 1:1 gegen Freiburg. Sieht man den noch? So, besser geht's nicht. Dann haben wir hier Christopher Antwi-Atier von Paderborn. Ist ja zweite Liga. Dann haben wir hier nochmal zweite Liga. Jan Regensburg heißt er. Dann hätten wir hier Stuttgart mit Marc Oliver Kempf als Starspieler. Die spielen gegen Dortmund. Das ist das 1:1 hier. Dann haben wir hier Eintracht Frankfurt Club-Logo. Aber das zählt bei mir nicht. Und somit ist die erste Halbzeit vorbei. Und ich zeige mich jetzt hier wieder. Hallo. So. Ja, erste Halbzeit. 3:0 hier führt Frankfurt gegen Wolfsburg. Dann haben wir ein 1:1 hier. Dortmund gegen Stuttgart. 0:0 haben wir noch Leipzig gegen Werder. Dann haben wir hier 1:1 Gladbach gegen die Herder. 1:1 Freiburg gegen Bielefeld. Dann haben wir 1:1 Mainz gegen Köln. So, wartet mal. So. Dann haben wir hier 2:1 hier. Union gegen Bayern. Dann haben wir 1:0 für Augsburg gegen Schalke. Das ist eigentlich schon realistisch. Und 1:0 führt hier Leverkusen gegen Hoffenheim. Ja, und jetzt zeige ich euch mal meine Tipps. Ich muss mal gucken, ob man das sieht, wenn ich jetzt noch da bin. Jawohl. Und zwar seht ihr 2:2, sage ich, Wolfsburg gegen Frankfurt. Ich sage 3:1, Dortmund gegen Stuttgart. 3:0 Leipzig gegen Werder. Ich sage Gladbach gegen Hertha 2:1. Freiburg, Bielefeld 1:1. Mainz gegen Köln 1:2. Dann sage ich Union gegen die Bayern 1:4. Augsburg gegen Schalke 2:1. Leverkusen gegen Hoffenheim sage ich 3:2. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippen tut. Würde mich mal gerne interessieren. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die zweite Halbzeit. Und ich mache mich jetzt wieder von dann, bis die zweite Halbzeit vorbei ist. Bis gleich. Ja, und dann geht es auch natürlich los. So. Und wir starten mit wem? Erstmal mit dem Code natürlich. Sieht man den? So. Wir starten mit Stuttgart. Castro. Das wäre das 1:2 gegen die Dortmunder. Okay. Dann haben wir hier Bielefeld mit Moreno. Das ist das 1:2 für Bielefeld gegen die Freiburger. Dann haben wir hier den Ausgleich wieder mit Schlotterbeck für die Freiburger. Das war ja nicht lange hier, das 1:2. Dann haben wir hier Leverkusen mit Tapsoba. Das ist das 2:0 hier gegen Hoffenheim. Dann haben wir hier Leipzig. Oh, das 1:0 durch Krampel gegen die Bremer. Dann haben wir nochmal Leverkusen. Mitchell Weiser. Das ist das 3:0 hier. Uiuiui. Dann haben wir hier Hertha nochmal, Blattenhardt. Das ist das 1:2 für die Herthaner. Dann haben wir Mainz 05 mit Zentner. Das wäre das 2:1 hier für Mainz gegen die Kölner.
Dann haben wir hier die Kleeblätter, die spielen ja in der zweiten Liga, das ist Marvrei. Dann haben wir hier Bielefeld, Starspieler Fabian Klos. Das ist das 2:3 für die Bielefelder. Und dann haben wir hier noch Freiburg, schon wieder der Ausgleich, direkt hinten dran mit Christian Günther. Ja, also da ist echt 3:3. Und wir kommen jetzt zum Schlussspurt. Ich bin mal gespannt. Also überall sind schon Tore gefallen, das ist schon mal sehr schön. So, wir haben den nächsten Code. Sieht man ihn? Einen Augenblick. So. Dann hätten wir hier Gladbach, Lars Stindl als Matchwinner. Die Gladbacher haben wir da oben gegen die Hertha. Das ist das 2:2. Da haben wir hier die Zweitliga-Club-Logos. Dann hätten wir hier Moisander für Werder Bremen. Das ist das 1:1 hier gegen Leipzig. Dann haben wir hier Wolfsburg. Steffen, das ist das 1:3. 1:3 hier. Dann haben wir wieder Gladbach mit Nico Elvedi. Genau. Das ist das 3:2 hier gegen die Hertha. Und das ist der nächste Gladbacher, Christoph Kramer. Das ist das 4:2 hier gegen die Hertha. So, ich muss herumdrehen, okay. Einen Augenblick. So, dann haben wir hier Freiburg mit Flecken. Das ist das 4:3 für Freiburg. Dann haben wir hier Augsburg mit Hahn. Das ist das 2:0 gegen die Schalker hier. Das könnte schon eher realistisch sein. Dann haben wir hier Hannover 96 mit Kaiser. Spielt ja in der zweiten Liga. Dann haben wir hier Gladbach. Markus Thuram gegen die Hertha. Das ist ja schon das 5:2 meine ich. und dann haben wir hier Leverkusen mit Bendtner. Und das ist das 4:0 hier gegen die Hoffenheimer. Und das war's dann mit diesem Orakel. Ende. So, ich bin dann hier wieder da. Ei, das ist ja mal ein Orakel. Das Orakel besagt Wolfsburg gegen Frankfurt 1:3. Dortmund gegen Stuttgart 1:2. Leipzig gegen Werder 1:1. Dann haben wir hier Gladbach gegen die Hertha. Da haben wir ein 5:2. Dann haben wir hier Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Da haben wir ein 4:3. Dann haben wir hier Mainz gegen Köln 2:1. Wir haben Union gegen die Bayern 2:1. Wir haben Augsburg gegen Schalke 2:0. Und wir haben Leverkusen gegen Hoffenheim ein 4:0. So, ich zeige euch nochmal meine Tipps. Ja, 2:2, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart 3:1, Leipzig, Werder 3:0, Gladbach, Hertha 2:1, Freiburg, Bielefeld 1:1, Köln, ich meine Mainz gegen Köln 1:2. Union gegen Bayern 1:4. Augsburg gegen Schalke, sage ich 2:1. Das hätte fast gestimmt, hätte Schalke hier noch ein Tor gemacht. Und dann haben wir noch Leverkusen gegen Hoffenheim. Da tippe ich ein 3:2 und das Orakel sagt 4:0. Ja, da würde ich sagen, das war's mit diesem Orakel zum 11. Spieltag. Denkt dran, eure Tipps in die Kommis zu schreiben. So, dann würde ich sagen, falls du noch kein Abonnent bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dass du nichts mehr verpasst. Und natürlich
ein Like auf dieses Orakel geben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.